Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Der Albert und sein Grufti. Jetzt machen wir folgendes. 20.000 Seelen habe ich mir jetzt. Also der Rest. Und man hat dann von den 15 zu den 20 noch kurz zusammengefarmt und noch eine Soldatenseele genommen. Jetzt holen wir uns das Wappen. My, oh! I've seen one of those before. It's the Ember of the Guild of my tune that said to leave it if I could produce divine weapons. Also da kommt, der macht auch göttliche Waffe. Ja, die können wir umgeben, die Glut, oder? Nice. Very nice. Made a fine decision. You soon shall see. Jetzt können wir also auch was umwandeln in was. Ah, da brauchen wir jetzt eine grüne Scherbe. Da könnten wir den Panzerbrecher in den Götterpanzerbrecher. Und der macht dann Magieschaden. Reduziert natürlich den physische Schaden, aber das ist jetzt scheißwurstig. Aber Gemenke können wir eh nicht machen. Können wir verstärken, wir könnten die Waffe verstärken, aber das ist ja nicht Sinn. Also ich fahre mir nicht, was ich da... Was? Speer plus 1? Achso, ja klar. Nö. Wir kaufen was. Das auch nicht. Und zwar das Artorius-Wappen. Öffnet versiegelte Tür inmitten des Waldes. Das ist schön. Das holen wir. Jetzt haben wir noch 600. Da könnten wir noch ein paar Pfeile holen. Ah, gut, das habe ich noch nicht drin. Genau. So. Neither of us want to see. Hello, man. So du. Du kommst auch noch da ein paar Spannung schauen. Mach dir keine Sorge. Du kriegst eine abgeballert, das gerade so kracht, aber stufenmäßig bin ich noch nicht so weit. So, jetzt gehen wir da runter. Jojo. Mach nicht so dicke Arm. Oh, nicht nur der Falle. Du kannst. So, trink einen Schluck. Da kommt der andere schon wieder, dass ich herkomme. Ah, bewegt sich ein bisschen. Gibt's das? Nein, das treffe ich nicht. Aber er mich. Super. Ja, mal nix. Feuerlehammer. Machen wir das so. Artorius Wappen benutzt. Erstens, wo geht's du zu Sif? Sif, wie ja immer heiße mag. Und zweitens, mal ist hier ein beliebtes PvP-Gebiet oder war eins. Ich weiß nicht, ob da noch was ist. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt bin ich mal gespannt. Die erste Möglichkeit, hier an seine Seele wieder zu kommen, das machen wir noch kurz, oder? Ach, den habe ich vergessen. Scheiße, das sind ja die unsichtbaren. Krass. Kommt der da raus? Nö, ne? Ich glaube, ich bin. Das ist auch... Da ist doch was anders da gemacht worden, ja. Ach, tut mir leid, ich kann doch mal gerade einen Schaden. Geht der aber. Aber der macht ja unendlich. Ach, ist das krass, ja. Ha, Flemsch ist auch Gange im Hintergrund. Ist aber Chef von daher. Ach, du liebe Leid. Gut, nützt nix. Lassen wir mal den Doofkopf der Herren, ne? Und probieren mal unser Glück. Komm her. Will er nicht? Ich
So, das war ein Schild raus. So, das gehen wir jetzt nochmal da hoch. Gehen wir mal da runter. Boah! Boah, nee, Alaya! Was machst du denn da? Was machst du für einen Scheiß? Hm? Ach, super, das machst du ja. Noch einmal. So, komm her, hopp. Hopp, du bist da vorhin auch gleich gerannt gekommen. So, jetzt machen wir es so rum. Bin ich mal gespannt, ob der das noch machen kann hier. Der müsste jetzt eigentlich nur noch gehen und über uns springen. Genau. Und jetzt kriegen wir 2000 Seele, 3000 sogar. So machen wir das jetzt mit alle. Und schon haben wir unsere Seele wieder drin. So, da kommt der nächste. Das ist allerdings ein Magier. Könnte ein bisschen. Jo, jetzt kommt er. Könnte ein bisschen tröger werden mit dem. Wobei die immer wieder hier sind. Genau. So, das sind jetzt leider nur 2000. Was ist leider? Es ist halt so. Aber da haben wir einem nur. Also dieser Magier, also diese unsichtbare, die kommen nicht mehr. Nicht schlimm, denn da muss man sich nicht unbedingt messen. Jetzt will ich gar nicht. Wenn holen wir als nächstes. Ach, der Unsichtbare, warte mal, das ist auch so ein Wegelager oder was? Wo ist denn der Kleriker? Und der hat sich verkrochen. Was? Ah, hier bekommt der Unsichtbare. Die machen die Schade, der macht da Blutung. Wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich. Ich habe überhaupt keiner gemacht. Kein Schade, bei dem konnte es sein. 98. Boah! Ich kann euch sagen, der killt mich ohne mit dem Wimper zu zucken. Trink. Gut. Also, das war jetzt der dritte. Nummer 2000. Jetzt holen wir uns noch den Kleriker. Und dann haben wir noch einer. Und noch einen Usi-Spar oder zwei Usi-Spar. Also die 20 Stasen kriegen wir zusammen. Da ist er. Ah, eben sehe ich. Ne? Pass auf. Hopp. Wow. Das hat wehge da. He? Sorry, Alter. Ich mache überhaupt keinen Schaden gegen die Jungs. Was macht er jetzt? Ah, wo du machst, ein bisschen mehr Schaden. Jetzt geht er schön heilen. Krass, oder? Ja, super. Ja, jetzt geht er zu weit weg. Kommt nämlich schon da auch mal gerannt. Hallo, dann bleiben wir bei Plan A. Jawohl. Stellen uns wieder hier hin. Jetzt geht aber, na, das passiert natürlich auch, dass dann... Genau. Oh, schöner Ausblick. So, wieder. Jetzt haben wir schon 8 jetzt. Der zieht sich wahrscheinlich auch wieder zurück. Bis zu einem gewissen Grad und dann kommt er wieder auch rein. Jetzt. Gut, gut. Jetzt haben wir schon 11. Und wenn man das jetzt, sag ich mal, dreimal hintereinander macht, dann kann ich gar nicht ausrechnen. Ja.
auch noch einer rumstehe. Irgendwo. Oder zwei. Ich sehe nichts. Hallo? Ist hier jemand? Albert, siehst du mehr wie ich? Ah, du, hier sehe ich einen. Nee, Moment, Moment. Das ist, glaube ich, aber der Bogenschütze. Oder ist das doch der? Wir sind der Bogenschütze. Mit die Bäume aus dem Zwischen. Der Ritter mit dem Großschwert, oder? Arschloch. Oh, krass, oder? Jetzt haben wir beide. Da hilft nur die Flucht nach vorne. Der Bogenschütze rennt uns nicht hin, no. Aber der auf jeden Fall. Guck, was er macht. Wo ist er da? Aus der Schalofer. Naja, komm. Da ist er. Gut, ich sage euch eins, das klappt nicht immer. Gell? Manchmal bleibt da einer oben und fällt nicht runter. Wo ist er dann jetzt? Jetzt geht er wieder zurück. Gell? Schlimm ist, dass die nicht siehst. Warum, dass die unsichtbar sind? Da ist er. Unsichtbar sind, ist mir ein Rätsel. Genau, also diesmal hat es geklappt. Das gibt jetzt nochmal 3000. Genau, jetzt haben wir nur noch den Bogenschütze. Oder das ist ja Annie. Machen wir die noch? Das wird schwierig, weil die ist nicht so ohne. So. Müsst ihr euch mal lokalisieren. Der Pfeil kam von links. Müsste sie eigentlich da stehen. Das Blöde ist, wenn sie auch greift, springt die da runter. Und da unten haben wir die Bäume dann wieder hinter uns. Ich sehe es jetzt, ne? Hallo? Da ist er, gell? Oder? Da links. Halb links. Halb links. Halb links. Sag bloß, die ist von der Läschen runtergesprungen. Ah, ne. Da ist er. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ey. Ach Gott, vergiss es, Alter. Vergiss es. Jetzt holt sie den Bogen raus. Ach, die trifft sogar den Baum. Ey. Boah, du liebe Leute, die steht. Scheiße. Das wollte ich jetzt halt nicht. Das geht da unten hoch. Das habe ich nicht für eine Verdeh. Weil. So. Oh. Wo ist der? Wir kennen den. Das habe ich verloren. Ja. Die kann wie Maschinengewehr schießen. Jetzt habe ich verloren. Scheiße. Feuerbombe hätte ich mal ein paar mitnehmen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Ja, das gibt jetzt nur taktieren und hin und her. Also da habe ich auch mit Pfeil und Bogen habe ich gegen die geschaut. Da brauche ich nicht. Jetzt machen wir noch eine kleine Exkursion, die kommt ja eh nicht mehr auf da unten. Die muss ich also wieder ans Leuchtfeuer, dass die da oben bleibt. Ja, mit der reden wir später. Also hier könnte man ein Eid annehmen.
weiß aber nicht mehr was für einer. Sammelt doch noch ein bisschen was ein. Nicht runterfallen, bitte. Das ist eine Kiste. Steinhelm, Steingamaschen, Steinstulpen und die Steinrüstung. Also das ist diese Rüstung von den guten Jungs, die wir da jetzt vorhin also im Wald mehr oder weniger umgenietet haben. So, mal gucken, was war hier noch? Der Weg zu Sif oder Seif, wie ihr wollt. Wir nehmen alles. Wobei, also der jetzt, was bin ich jetzt für eine Stufe? 26, also ich glaube, ist noch ein bisschen knapp. Ich hätte was. Achso, die Pilze. Also den schaffe ich jetzt mit Sicherheit nicht. Aber man kann ja noch was einsammeln. Also ich glaube, das Minimum dürfte Stufe 40 sein. Machen wir jetzt auch noch nicht. Die Rattenkäfer oder was das ist. Aber ehrenwerte Ritterseele, die können wir nehmen. Dann haben wir hier. Was haben wir? Hier haben wir ein Amber. Genau. Ein Amber. Ein Schlag und ich bin Geschichte. Also nicht ganz, aber fast. Mensch, ich dürfte mal was sehen, oder? Bitte. Ich muss noch einer nehmen. Ja. Ist da weit genug weg? Ja, hier ist die Kiste. In der natürlich. In der Zeit kann ich nicht mehr. Vielleicht sollte man rauslocken. Ich mache immer die Kiste aufmachen. Alles andere ist mir wurscht. Die lassen zwar dieses Goldharz fallen. Ja, sonst gibt es hier doch nichts. Ne? Denke ich mal. So. Freunde. Fuck me. Yeah. Und jetzt geht er den kürzesten Weg wieder her. Voilà. Kommt her. Geht der jetzt hier, ne? So, jetzt aber durch. Durch die Mitte. Kiste öffnen. Glut, ich glaube eine Glut oder was ist drin? Oder irgendwas. Blaue Glut, ja genau. Glut entnehmen und weiter geht. Ah ja, krass. Ne, ich muss da durch, gell? Da unten. Durch das Gebiet kommt es soll. Ich muss durch. Ich wüsste dich. So geht's auch.
Die Reiterkit machen wir auch später. Aber hier gibt es auch ein bisschen was einzusammeln. Da haben wir aber nicht, oder? Ne, das ist ja der Weg wieder in die Finsterwurzgarde. Echt mal runter. Wie war das jetzt wieder so? Ich hab noch eine Seele von einem Ritter. Ja. Hier ist die Brücke. Wenn man dann dieses Monster besiegt, habe ich schon Schweine oder nichts mehr. Geht hoch wieder hoch? Nein? C Ungeheuer. Mehr fällt der Name nicht ein. Und dann kommen wir auf den Weg hierher und dann können wir darüber, dass immer ein bisschen stärker. Schon die Bäume. Dann sollten wir uns sputen, dass wir wegkommen von hier. Und der Ausgang. Wir haben jetzt 13.400. Das bedeutet, wenn wir aufsteigen, können wir auf jeden Fall. Ja, aber ich würde sagen, für heute reicht es mal. Albert Wink sagt bis denne, Albert und der Grufti.